Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 18 Video und heute gibt es einen weiteren FIFA Talk, bei dem wir wieder über aktuelle Themen rund um FIFA 18 reden. Heute habe ich wieder 4 Themen für euch vorbereitet, 4 sehr interessante News. Was ist in den letzten Tagen passiert? Was gibt es einfach Interessantes gerade zu FIFA 18? Und dann würde ich sagen, beginnen wir auch schon direkt mit dem ersten Thema und zwar geht es hierbei um das Snipen. Und zwar haben oft die Leute Probleme, dass sie gebannt werden beim Snipen. Sie bekommen 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten Bans vom Transfermarkt. Das heißt, sie können keine weiteren Spieler kaufen und ich möchte euch heute kurz zeigen, wie ihr richtig sniped und ich habe euch natürlich auch noch ein Video verlinkt, wo es nochmal von jemand anderem erklärt wurde. Das Ganze auf Englisch, aber der hat es auch nicht schlecht erklärt, deswegen habe ich euch das einfach mal verlinkt. Und zwar angenommen, wir snipen jetzt den guten alten Bale Inform. Ja, schauen wir erstmal nach natürlich, was der Wert ist. Das ist das Erste, was ihr machen müsst. Okay, 1,3 circa. Dann gebt ihr das Ganze einfach mal hier unten ein. 1,3 Millionen circa. So, und dann sehen wir, okay, da bekommen wir keine, da auch nicht. Da auch nicht und da hätten wir jetzt welche. Also 3, 6, 9 liegt er gerade und deswegen gehen wir, sagen wir mal, runter so auf 3, 60. Wäre jetzt natürlich kein Gewinn, denn mit EA-Gewinn und so, okay, wir gehen einfach runter auf, ja, auf so, auf den Preis. Ja, es ist komplett egal. Tatsache ist einfach, dass ihr hier dann nicht hier das verändern solltet, sondern einfach beim maximalen Preis das immer wieder ändert, okay? Also ihr geht mal so ein bisschen durch und dann müsst ihr natürlich einfach snipen. Also einfach draufdrücken mit X, dann rübergehen, ja, beim Controller, um die Zahl zu ändern, dann wieder weg mit Kreis und dann auf Suchen mit Dreieck. Das ist aber in dem Video noch genauer erklärt, also würde ich euch dort raten, euch nochmal anzueignen. Und zwar müsst ihr aber dann, wenn ihr das so ein paar Mal macht, müsst ihr dann aber auch mal zum Beispiel beim Minimalpreis was ändern, ja. Das Ganze muss immer oft geändert werden, es muss immer anders aussehen. Ihr dürft jetzt nicht 10 Minuten lang so machen, dann werdet ihr auch irgendwann vom Transfermarkt geworfen. Ihr müsst auch hier mal was ändern, dann geht ihr mal da runter, ja, dann snipen wir hier ein bisschen, dann könnt ihr schon auch mal da unten ein bisschen was ändern und dann geht ihr auch mal von 10 Millionen vielleicht auf, keine Ahnung, 12,3 Millionen hoch, sodass das Ganze einfach immer wieder neu aussieht. Denn wenn das nicht neu aussieht, dann denkt EA, dass ihr ein Bot seid und deswegen bannen sie euch auch. Ja, weil sie einfach denken, dass es eine Maschine ist, die das gerade macht und dass es kein Mensch ist, dass es kein echter FIFA-Spieler ist. Und ja, Freunde, ich würde euch einfach raten, hier einfach zu suchen, ja, ganz normal. Und dann aber auch immer wieder hier was zu ändern. Ja, mal hier runtergehen auf, keine Ahnung, wieder runtergehen so oder ganz hoch gehen, ich weiß es nicht. Einfach immer ändern, das ist das Wichtigste. Und auch mit L, L1 und R1 könnt ihr das Ganze schneller ändern, dann könnt ihr 10er Schritte machen. Und ja, so müsst ihr snipen und so werdet ihr auch nicht gebannt vom Transfermarkt. Grüße gehen raus an den Gordon, Saib, er wurde nämlich gebannt für 10 Minuten und ich habe ihm noch gesagt, snipe bitte nicht so, wie er es eben gemacht hat, sondern halt so, wie wir das jetzt eben gelernt haben. Also immer alles so viel wie möglich ändern, es ist nicht so leicht zu erklären, aber so viel wie möglich ändern und dass EA einfach nicht denkt, dass ihr ein Computer seid. So ist es eigentlich am leichtesten erklärt und so solltet ihr in FIFA 18 snipen. Wir gehen rein ins zweite Thema und dabei geht es um einen Foot Champions Trick, sage ich mal, beziehungsweise einfach eine kleine Hilfe, falls ihr gegen nicht so starke Gegner antreten wollt in FIFA 18 Foot Champions. Das Ganze funktioniert natürlich nicht immer, aber an sich, ja, dürfte die Quote schon stimmen. Also, Leute, die ein krasses Wappen haben, haben meistens auch eine krasse Mannschaft, beziehungsweise sind schon erfahrener in FIFA 18, weil sie sich halt auch damit beschäftigt haben, wie dieses Wappen heißt, beziehungsweise welche Mannschaft es hat und so. Und deswegen, krasses Wappen ist manchmal oder meistens krasser Gegner. Ja, nicht immer, wie gesagt, also nicht jetzt judgen, judge mich nicht dafür, dass ich das jetzt so sage, aber manchmal ist es halt so. Und deswegen würde ich euch raten, Gegner mit krassen Wappen zu vermeiden. Das Problem ist nur, bei Foot Champions siehst du ja das Wappen nicht. Aber es gibt eben eine Möglichkeit, das doch zu sehen, und zwar kurz bevor ihr auf Spielen drückt, geht ihr einfach auf Teammanagement und dort seht ihr dann das Wappen des gegnerischen Teams, beziehungsweise einfach des Gegners. Und wenn das Wappen unfassbar krass ist und ihr euch denkt, was ist das für ein Wappen, woher hat er das, so auf die Art, dann würde ich euch raten, rauszugehen. Auch wenn das natürlich ein bisschen feige ist und so. Alles klar, das war mein Controller. Auch wenn das natürlich ein bisschen feige ist und so, ich würde es euch trotzdem raten,
das so zu machen. Ich mache es zwar nicht, muss ich ehrlich sagen, ich schaue nur auf die Trikots. Aber falls ihr euch nicht sicher seid bei den Trikots oder so, schaut nochmal aufs Wappen. Wenn ihr nur ein Bayern-Wappen oder so habt oder ein PSG-Wappen, dann könnt ihr natürlich gegen den spielen. Aber wenn ihr so ein unfassbar krasses Wappen habt, welches ihr noch nicht gesehen habt, dann würde ich euch raten, gegen diese Gegner nicht zu spielen. Jetzt schreiben sowieso 100.000 Leute rein, ja komm, ey, das ist voll feige, ist voll peinlich, dass du das so sagst und so, spielt doch auch gegen stärkere Gegner, denn nur das macht euch selber auch besser. Ja Leute, ich weiß, aber wenn man ein Spiel gewinnen will in Foot Champions, welches wichtig ist, dann könnte dieser kleine Tipp hilfreich sein. Wir gehen rein ins dritte Thema und hierbei geht es um die Squad Building Challenges bzw. darum, wie ihr geile Packs günstig bekommen könnt. Es gibt SBCs, bei denen ihr für ca. 10.000 Münzen ein 25k Pack bekommt, für 10.000 Münzen ein 45k Pack und die möchte ich euch eben jetzt zeigen bzw. euch eigentlich auf ein Video weiterleiten, welches ich schon mal gemacht habe und das habe ich euch verlinkt. Dort zeige ich euch ganz genau, welche Ligen SBCs sich lohnen. Die Calcio ist da allerdings noch nicht dabei und die Liga auch nicht, aber da sind die eh nicht so rentabel. Aber zum Beispiel bei der Ligue NOS gibt es extrem viele, zum Beispiel Benfica, Braga und dann eben auch noch Sporting und Porto. Die lohnen sich, da bekommt man halt wirklich ein 45k Pack für 10.000 Münzen. Ich würde euch raten, diese SBCs zu machen. Schaut euch dazu einfach das Video an und macht wirklich all diese Ligen SBCs, denn dann könnt ihr beim Team of the Year einige Coins sparen. Wenn ihr dann eben zum Beispiel für 10.000 Münzen 25k Pack bekommt, dann ist das nicht so schlimm, wie wenn ihr eben dann ja, für 25k ein 25k Pack im Shop kauft, dann spart ihr euch einfach 15.000 Münzen. Das würde ich euch wirklich raten. Des Weiteren solltet ihr eigentlich alle SBCs bei den fortgeschrittenen SBCs machen. Das eine hier habe ich noch nicht gemacht, das 50k Pack, weil man da Loyalität braucht und ich bis jetzt noch zu faul war. Ja, aber Hybrid-Nationen, Liga-Nationen, Hybrid solltet ihr alles machen. Hoffe ich aber auch, dass ihr das schon gemacht habt. Und ansonsten kann ich euch noch folgende SBCs empfehlen und zwar entweder die La Liga SBCs oder die 81 Plus Doppelgarantie SBCs. Ob man hier Team of the Year Spieler ziehen kann, kann ich nicht zu 100% bestätigen, aber geile Spieler zieht man in diesen Packs auf jeden Fall. Wir haben damals in 10 Packs Mertens und Nainggolan gezogen und im 11. Pack hatte ich dann auch noch Alaba, als ich den im Stream geöffnet habe. Und ja, das auf jeden Fall zu den SBC Packs und so, also da unbedingt das Video anschauen, damit ihr für wenige Coins geile Packs bekommt. Wir sind jetzt auch schon beim letzten Thema angekommen und das ist nochmal was richtig, richtig krasses, denn es wurde einfach in FIFA 18 während den letzten Wochen ein neuer Verein hinzugefügt, ein brandneuer Verein, den es in FIFA 18 noch nicht gab. Und zwar ist er in der MLS vertreten und da gehen wir jetzt auch schon mal rein und schauen, wie der gute Verein heißt. Und zwar ist es LAFC, Los Angeles Football Club, und dabei davon gibt es halt nicht so viele Spieler. Es gibt den Seaman oder wie man den auch immer aussprechen möchte, den Wähler und ansonsten noch ein paar Silberspieler. Wir können nochmal in den Dream Squad reinschauen und dort schauen, welche Spieler es tatsächlich noch gibt von denen. Aber einfach krass, die haben den einfach hinzugefügt, den Verein, ohne irgendwas zu sagen. Finde ich schon irgendwie heftig. So, den Namen habe ich natürlich schon mal angewandt, war sowieso klar. Okay, und dann gehen wir jetzt nochmal rein hier in die MLS. Interessiert mich gerade selber, verdammt, welche Spieler da tatsächlich hinzugekommen sind. Und zwar haben wir hier einmal LAFC. Und wenn wir da reingehen, dann finden wir natürlich in meinem Verein nichts. Aber beim Dream Squad finden wir etwas. Und zwar sind da insgesamt 9 Spieler vertreten. Ja, ein Bronzespieler sogar. Und insgesamt, ja, 3 Goldspieler und 5 Silberspieler. Finde ich interessant, dass die einfach einen brandneuen Verein hinzugefügt haben. Wirklich teuer sind diese Spieler eigentlich nicht, denn man braucht sie eigentlich auch nicht. Diese Liga ist ja natürlich schwer zu linken. MLS verwendet ja eigentlich fast keiner. Wir schauen jetzt aber auch nochmal kurz in die MLS-Ligen-SBC hinein und schauen, ob dieser Verein dort vertreten ist. Ich glaube aber nicht, dass er vertreten ist. Mal schauen. LAFC ist nicht vertreten. Nee, ist nicht vertreten. Wäre ja auch ein Wahnsinn. Es sind ja auch nur 8 Spieler da, wie wir gerade vorhin gesehen haben. Oder waren es 9? Ich weiß gerade gar nicht. Auf jeden Fall, ja, ist ein ganz neuer Verein in FIFA 18 dabei. LAFC, Los Angeles Football Club. Wusstet ihr das? Wusstet ihr es nicht? Schreibt mir das auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare. Okay, Freunde, das war es auch schon wieder mit dem heutigen FIFA-Talk. Falls er euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Stream oder Video. Falls ihr sehen wollt, wie wir diese ganzen Packs hier natürlich öffnen noch. Ja, wir haben dann auch ein paar am Start. Dann solltet ihr unbedingt in den Streams vorbeischauen, denn dort werden wir das Ganze ziehen. Und ja, jetzt bin ich aber wirklich raus, Leute. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.